was tippst du für heute? 2-0. Hallo liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen bei MDS TV. Heute sind wir in der Heinz von Heiden Arena. Hannover 96 spielt gegen den 1. FC Kaiserslautern. Beide Teams trennen nur einen Punkt voneinander. Derjenige, der heute gewinnt, wird auf Platz 4 springen. Bevor es losgeht, bitte vergiss nicht zu abonnieren und dieses Video zu liken. Was denkt ihr, wie wird das heutige Spiel ausgehen? Also ich tippe ein 1-0 für Lautern. Es gibt 2-1 für Lautern und Tore machen Beuth und Opoku. Boah, ich sag, das wird ein knappes 2-1 für 96. Also ich tippe ein 1-1. Ich schätze 3-1 für Hannover. Ja, ich sag Weidern schießt ein Tor auf jeden Fall. Okay. Ich wünsche mir ein dreckiges 0-1 für uns, aber 1-1 reicht. Was denkst du, hat Kaiserslautern Chancen, diese Saison aufzusteigen? Es wird schwer, aber ich glaube, wenn wir so weiterspielen, dann können wir Chance haben noch, ja. Für mich reicht, wenn wir nicht aufsteigen. Beim Aufstieg reicht das nicht. Ich tippe guter 5. Platz. Das reicht mir absolut. Mehr brauche ich nicht. Hauptsache international. Ich gehe da mit. Es trennt ja auch 96 und Kaiserslautern trennt nur einen Punkt voneinander. Wenn sie heute gewinnen, können sie 4. Platz werden. Meinst du, das wird heute der Fall sein? Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, ich denke, die haben den Sieg. So, wir sind jetzt drinne. Ja, wir sind gerade in der Heinz von Heiden Arena und ich kann mich gerade selber nicht hören. Die Kaiserslautern-Fans sind echt krass drauf. So, Joel, was denkst du, wie wird heute die Partie verlaufen? Also ich denke, das wird ein 2-1 für Hannover, aber ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Ja, ich denke, dass Hannover das schon ganz gut machen wird, aber die Kaiserslautern-Fans machen auf jeden Fall sehr gut Stimmung. Ja. Also man hört, kann sich hier fast gar nicht hören wegen den Kaiserslautern-Fans. Wie wird es denn überhaupt, wenn die Ultra-Fans von Hannover kommen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe natürlich, dass sie genauso Stimmung machen. Wenn nicht, wäre das natürlich ziemlich traurig, aber ich bin zuversichtlich, dass es das wird. So, ich zeige euch jetzt mal die Kaiserslautern Ultra-Fans. Joel, schau dir das an, Alter. Was für eine Stimmung. 8000 Fans machen. Das ist schon echt heftig, das muss man echt ehrlich mal sagen. Ist schon echt sehr, sehr krasse Stimmung hier. Kann man das eigentlich so vergleichen im Norden mit anderen Fans? Ja, schwierig, aber ich denke, Hannover kann da schon ganz gut mithalten heute. Mal schauen, ich bin mal gespannt. Ich glaube, wir machen mal eine Pause. Man kann sich hier gerade selbst nicht hören. Ja, das stimmt. Ich verstehe dich leider auch ganz, ganz schlecht. Der Sprecher, der Stadionsprecher versucht auch verzweifelt zu reden, aber vergeblich. Was ist dein Tipp für das heutige Spiel? Sag mal deinen Tipp. 1-0. Für wen? Für uns natürlich. Wer sind wir denn? Hannoveraner. Okay. Mal gucken. Timomom. Liebe 96, das ist super. Aus Mönchengladbach.
Das ist ein Tutorial, wie man ein Papierflugzeug baut. Joel ist auch überhaupt nicht angespannt. Seine Falltechnik kommt aus dem ostasiatischen Raum. Hä, wann ging denn das, Alter? Weißt du noch, wie das ging? Ich bin zu blöd dafür, ich kann kein Papierflieger bauen. Jetzt baut meine Frau ein Papierflugzeug. 2 Stunden später. Ich hab schon mal nicht schlecht angefangen. Ja, also Joel, du hast sehr gut angefangen. Das Ende kam noch nicht. So, dieser Papierflieger wird heute Hannover 96 Glück bringen. So, Joel, los. Du bist extra von Peine nach Hannover gekommen. So, das ist jetzt der 3. Versuch. Jetzt kommt der MNES-Flieger. Oh. Egal. Hi, wie ist dein Name? Daniel. Daniel. Daniel, was denkst du, wie wird heute das Spiel ausgehen? Also, wie ich jetzt ja gehört habe, sind wir Geheimfavorit Hannover um den Aufstieg. Und wir haben ein gutes Gefühl. Ja. Spannend wird es auf jeden Fall, ob wir gewinnen. Was tippst du denn? Was für ein Ergebnis? 2-1. Wer wird die Tore schießen? Alter, das weiß ich nicht. Ich will mir am Bayern am meisten wünschen. Okay. Ja. Und denkst du, diese Saison wird es mit dem Aufstieg funktionieren? Ich glaube, die haben so gute Chancen in dieser Saison, weil keiner Berechnung hatte und sich ja so stabilisiert haben. Und wie gesagt, als Geheimfavorit würde ich schon gehandelt werden. Und sie sind ruhig. Ne? Deswegen ist ja positiv mal. Ja, lang oder her? Das singen wir. Choreografie von den 96 Fans. Was denkt ihr, wie wird das Spiel heute ausgehen? Ich sage ein 1-0 für Hannover. Wer schießt das Tor? Das weiß ich noch nicht. Habe mich noch nie mit beschäftigt. Ich tippe 2-1. Wer schießt die Tore? Ich kenne keinen Hannover-Spieler leider. Während wir die Interviews gemacht haben, hat das Spiel schon längst angefangen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Thank you.
Spielstand bitten. Hannover 96. Wer ist der FC Kaiserslautern? Null! Danke! Bitte! Wir haben gerade Halbzeitpause, es steht 1-0 für Hannover 96. Gleich geht's weiter. Oh. Was geht hier ab? Also ich muss schon sagen, die Kaiserslautern-Fans sind Pechkasten auf. Ja, 1-1. Spielminute Hannover 96 wechselt aus. Wir bedanken uns beim Spieler mit der Rücke Nummer 23, Nicolo. Neue Partie mit der Rücke Nummer 9, Henry. Da die Partie für 96 nicht gut lief, habe ich dann einfach mal den Ton rausgenommen. Nein, Scherz, Leute. Tut mir leid, aber irgendwie hat der Ton nach der 54. Minute seinen Geist aufgegeben. Ich lasse euch mit den letzten Treffern von Kaiserslautern alleine. Ich hoffe dennoch, dass dieser Stadion-Vlog euch gefallen hat und bitte lasst ein Abo da und liked dieses Video und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Schreibt in den Kommentaren auch gerne eure Meinung zu diesem Vlog und zu welchem Stadion sollte ich als nächstes gehen. Schreibt mir eure Ideen gerne in die Kommentare. Bis bald und auf Wiedersehen.